einer ganz wichtigen Frage. Wenn ein Verkäufer an deinem Standort sich entscheidet, seine Immobilie zu verkaufen, bist du dann die erste Wahl? Bist du dann bekannt? Bist du dann derjenige, der zuerst angerufen wird? Oder noch nicht so bekannt? Dann ist eine Sache extrem wichtig, nämlich... Herzlich willkommen zum Immolution Podcast. Hier heute die nächste Folge und zwar mit einer ganz wichtigen Frage. Wenn ein Verkäufer an deinem Standort sich entscheidet, seine Immobilie zu verkaufen, bist du dann die erste Wahl? Bist du dann bekannt? Bist du dann derjenige, der zuerst angerufen wird? Vielleicht kennst du das Problem. Bist du sichtbar? Bist du derjenige, der am Ende des Tages wirklich dem Verkäufer als allererstes im Kopf ist? Und genau das hat natürlich einige Ursachen, denn wer kann schon von sich behaupten, als Immobilienmakler wirklich immer derjenige zu sein, der als allererstes in den Kopf kommt? Da kommen automatisch diese sogenannten Platzhirsche in den Kopf. Ja, der ist ja schon seit 20, seit 25 Jahren. Der ist bekannt, der ist groß. Ja, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so weiter und so fort. Ja. Das ist natürlich etwas, denn die Dauer, die Zeit, die jemand auf dem Markt ist, übrigens vergleichbar mit einer Domain, ja, die Wertigkeit einer Webseite, einer Domain, die sehr lange schon existiert, ist natürlich deutlich höher als von derjenigen Firma, die ihre Webseite gerade erst oder Domain gerade erst veröffentlicht hat. Nur so als kleines Beispiel. Die Frage ist aber, ist das jetzt ein unfairer Wettbewerbsvorteil oder lässt sich das verändern, lässt sich das lösen? Denn was uncool ist, ist zu sagen, ja, der andere, der ist ja schon lange auf dem Markt, deshalb hat der einen Vorteil und ich kann da ja nichts machen. Das wäre so ungefähr nach dem Motto, ey, ich bin hier das Opfer, ich kann selber nichts bewegen. Das ist grundsätzlich nicht ganz so schlau, denn eine ganz wichtige Sache ist, wenn du neu bist oder noch nicht so lange an einem Standort, oder noch nicht so bekannt, dann ist eine Sache extrem wichtig, nämlich, dass du dich bekannt machen musst, dass du in Aktion treten musst. Und ich verrate dir jetzt in diesem Video ganz genau und Schritt für Schritt, wie du das anstellst. Denn hier gibt es ein Wort, ja, was mir mal aus dem Sport eingefallen ist, nämlich das Thema Touchpoint, ja, also Touchdown, ja, das ist ja aus dem American Football. Und ich habe das so ein bisschen umgeframed, ja, zu einem Touchpoint. Was ist ein Touchpoint? Ein Touchpoint ist zum Beispiel ein Ladenlokal, was du machst. Deshalb ist die 1A beste Empfehlung, die man einem Makler geben kann, auch ein Ladenlokal zu eröffnen. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, man muss immer da sein, man muss präsent sein etc. pp. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern was hat das Ladenlokal für einen Vorteil? Das ist Sichtbarkeit. Man könnte sogar so weit gehen, dass ein Ladenlokal sogar mehr Marketing- und Werbekosten sind als denn tatsächlich Büromiete. Wenn du das Ladenlokal an einer gut befahrenen, also viel Traffic ist, was an dem Ladenlokal vorbeifährt, dann hast du eine hohe Wahrnehmung. Das ist Punkt 1. Also ein Ladenlokal ist ein Touchpoint. Ein weiterer Touchpoint ist zum Beispiel das, was du an deinem Standort alles tust, damit Verkäufer wissen, was du machst. Damit Verkäufer wissen, du bist Immobilienmakler. Bedeutet nichts anderes als zum Beispiel Print, Flyer und so weiter. Wir müssen nicht darüber sprechen, was funktioniert, was nicht funktioniert, sondern hier gilt ein Grundsatz. Du musst das tun, um dich bekannt zu machen, um eine Kommunikationslinie oder einen Kommunikationsweg zu finden mit deiner Zielgruppe. Wenn das also Peter, Erna, Ute, die plus 55 oder plus 60 sind, die eine Immobilie verkaufen, dann musst du mit denen dort kommunizieren und sie dort abholen, was sie sich auch anschauen, also was sie sich durchlesen, zum Beispiel das Käseblatt, ja, oder den Briefkasten zu öffnen und da ist ein Flyer drin. Ja. Wenn der Flyer natürlich nicht cool ist, nicht gut ist und das Problem oder
die, sagen wir mal, Ideen oder Herausforderungen, die die Zielgruppe hat, nicht trifft, na gut, klar, dann hast du natürlich einen schlechten Flyer gemacht oder du hast eine schlechte Printanzeige gemacht, okay? Also das heißt, du musst dort kommunizieren, wo die Personen, die Zielgruppe sich bewegt. Das ist definitiv vor Ort an deinem Standort. Und dazu gehört alles, was notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Nächster Punkt ist weiterer Touchpoint, zum Beispiel Google My Business Account. Ein weiterer Touchpoint ist zum Beispiel Direktmarketing. Ein weiterer Touchpoint ist eine coole Webseite. Ja, also diese Touchpoints, die baust du dir auf, wenn in der Mitte bist du als Makler und drumherum, das musst du dir wirklich vorstellen, wie so kleine Satelliten, so kleine Punkte, also Touchpoints, die du aufbaust, um in diese maximale Sichtbarkeit zu kommen. Und jetzt erzähle ich dir eine kleine Geschichte, warum das so wichtig ist. Denn du musst die Journey, also die Reise eines Verkäufers verstehen. Die beginnt mit zum Beispiel heute Morgen. Heute Morgen sitzt Erna und Peter sitzen zusammen und Erna sagt zu Peter, hey, sollen wir unsere Immobilie verkaufen? Weil, hey, der Sommer ist am Start, wir haben ein großes Grundstück, du hast letztes Jahr schon rumgejammert mit dem Rasenmähen, du willst das alles nicht mehr, Treppensteigen wird auch anstrengend, lass uns die Bude verkaufen. Peter sagt, hey Erna, du hast recht, darüber sollten wir nachdenken. Jetzt geht es ja erstmal los. Die rufen ja jetzt nicht sofort einen Makler an und sagen, alles klar, ich will verkaufen, sondern jetzt geht es erstmal in die Entscheidungsfindung. Lassen wir mal abwägen, die sind vielleicht noch unsicher. Ja, wenn sie unsicher sind, treffen sie noch keine Entscheidung. Die sprechen mit den Kindern, mit Freunden, Bekannten, Hund, Katze, Maus, um erstmal die Entscheidung sozusagen zu verifizieren. Dann, an dem Tag, wenn sie die Entscheidung treffen, musst du da sein. Wenn du dann nicht in der Sichtbarkeit bist und ein anderer Makler ist genau an dem Tag, wo die finale Entscheidung getroffen wird, jetzt verkaufen wir. Wenn der dann da ist, dann ist der Auftrag weg. Und ich habe schon vor vielen Jahren, ja, das ist schon über 25 Jahre her, war ich einer der ersten Immobilienmakler, der Endkundenveranstaltungen gemacht hat, also Seminare, ich habe sie damals genannt, Ratgeberseminar Immobilien. Da haben wir jeden Monat in der Spitze 70, 80, 100 Leute auf dem Seminar gehabt, ja, die entweder kaufen oder verkaufen wollten. Wir hatten unterschiedliche Seminare. Und hier habe ich immer wieder eine Sache festgestellt. Gerade die Menschen bei den Verkäuferseminaren, gerade die Menschen, die sich noch nicht sicher sind, die sind auf dieses Seminar gekommen. Erstens, wollen wir privat oder über einen Makler verkaufen? Zweitens, wie funktioniert das eigentlich mit dem Verkauf? Ja, also ich habe den Leuten wirklich erklärt, wie das funktioniert. Und macht das jetzt Sinn? Und dann kam häufig folgendes Ergebnis. Ja, Herr Bosbach, toller Vortrag. Mensch, und wenn wir verkaufen wollen, dann wollen wir mit Ihnen auf jeden Fall sprechen. Wir sind aber noch nicht so weit. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in anderthalb Jahren. Und jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Punkt. In dem Moment, wo ich die Leute einmal bei mir hatte, wo sie einmal mit mir gesprochen haben, wo sie einmal gesehen haben, wer ich bin, dass ich kompetent bin, dass ich Ahnung habe von dem, was ich da tue, habe ich die Gelegenheit, Follow-ups zu machen. Das heißt, ich kann an dem Kunden dranbleiben. Ich kann ihn immer wieder und regelmäßig informieren. Und damit bin ich derjenige, der der First Mover ist an der Stelle. Ich bin der Erste, der in den Köpfen dieser Menschen ist. Und jetzt passiert ja Folgendes. An dem Tag, wo jemand diese Entscheidung trifft, jetzt will ich verkaufen, dann passiert genau der gleiche Effekt, den du vielleicht aus deinem Privatleben auch kennst. Wenn du sagst, Mensch, ich müsste mal wieder in Urlaub fahren und wo wollen wir denn hinfahren? Oh ja, Malediven wäre ganz cool, Weihnachten schön, ja. Nach Heiligabend, wenn wir die Kinder versorgt haben, dann fliegen wir auf die Malediven.
Und vielleicht kennst du diesen Effekt, dass in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, etwas tun zu wollen, auf einmal dir das Thema immer und an allen möglichen Ecken und Enden begegnet. Im Fernsehen siehst du auf einmal eine Doku über die Malediven. Ja, du gehst bei dir in der Stadt spazieren, läufst an einem Reisebüro vorbei und siehst die Prospekte im Schaufenster, die Aushänge von den Malediven. Auf einmal überall Malediven, Malediven, Malediven. Genau den gleichen Effekt musst du beim Verkäufer erzeugen, dass der auf einmal, wenn er die Entscheidung trifft, überall Mützelmann-Immobilien, ach, da ist ja auch der Mützelmann, ach, da ist ja auch wieder der Mützelmann, ach, da ist auch wieder der Mützelmann, ah, und da ist er auch wieder. Ja, und dann wird er dich am Ende des Tages anrufen, wenn du natürlich jetzt die Wirkung erzeugst und ihm das lieferst oder er glaubt, dass du ihm das liefern kannst, was er braucht. Ja, so, also nochmal zusammengefasst. Erstmal Sichtbarkeit maximal geht nur über ganz, ganz, ganz viele Touchpoints. Deshalb ist es auch nicht smart und schon gar nicht cool, wenn sich ein Immobilienmakler nur auf Empfehlungen verlässt. Ja, das ist natürlich der einfachste Weg. Das ist auch schön. Und leider machen es halt die meisten, dass sie sich nur auf eine einzige Quelle, ja, ich nenne es immer Ölquellen, ja, auf eine einzige Ölquelle verlassen, anstatt konsequent Schritt für Schritt mehrere aufzubauen. Das ist das Allerwichtigste, weil damit du zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort in die Köpfe der Leute reinkommst, wenn sie verkaufen wollen. Wenn du von meinen 30 Jahren Erfahrung profitieren willst, ja, und viele weitere coole, kostenfreie Tipps erhalten willst, dann solltest du auf jeden Fall hier unseren YouTube-Kanal abonnieren und uns auf den sozialen Media-Kanälen folgen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Videokonferenz mit ihm, da habe ich ihm Testfragen gestellt. Er hat mir da Antworten auf diese Fragen gegeben. Zu einfach ausgedrückt wäre ich nicht selber drauf gekommen. Besser, er hat eine Art Antwort, die ich so gar nicht im Blick hatte. Also er hat nicht stumpf auf mir eine Antwort gegeben, sondern hat meine andere Kamera ausgepackt und mir die Probleme aufgezeigt, die hinter den Problemen stehen. Er hat mir Antworten gegeben, da hätte ich ihm direkt einen Tausender bezahlen können für die 10 Minuten, Viertelstunde.